an der Sonnenseite der Alpen. Hier, im Süden von Kärnten, liegt das Rosental. Gemütlich schlängelt sich die Drau durch das 40 Kilometer lange Tal. Seen liegen malerisch verstreut und die Karawanken schauen den Menschen zu, seit sie im Rosental angekommen sind. Kann man gerade drei Stimmen. Ob jetzt mit Singen oder mit Musik, das ist egal. Das macht eigentlich ein Kärntner, speziell in Rosenthal auch, aus. Der ist offen. So munter der plätschernde Quell, wo leuchtet so. Für mich ist es eine Faszination, das Schmieden. Weil das ist noch etwas, du kannst noch frei mit einem Hammer etwas verändern. Wie hier im Tal. In teuren Heimat, Heimat. Ich war ein Kind und dann habe ich so Sätze fertig schreiben müssen. Und da war dann ein Satz, zu Hause ist es. Und ich habe dazu geschrieben, am schönsten. Der Ibonik-Hof mit seinen Mutterkühen und Kälbern ist der Stolz vom Baumgartner Franz. Seine Familie bewirtschaftet den uralten Hof schon seit Generationen. Uli, 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 uli. Uli, 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 uli. Uli, 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 uli. Wichtig ist, so wie man sieht, dass die Tiere relativ sehr viel draußen sind im Freien. Das heißt, von Anfang Mai bis Ende oder Mitte November, dass sie auf der Weide sind. Es ist bei uns wirklich ein offener Bauernhof, wo man sich permanent alles zum Anschauen kann. Die Kinder kommen mit den Eltern, die Tiere anschauen, damit sie einen Bezug auch kriegen, wo das Schnitzel, das sie am Sonntag essen, von wo das herkommt. Das ist das Wichtigste und das ist eine wichtige Botschaft, weil sonst es weiß ja niemand mehr was, außer die, was am Land leben, was wirklich passiert und wie das zustande kommt, was am Teller landet. Ich bin gerne Bauer. Ich war schon von Anfang an als kleines Kind, habe ich schon mit 3, 4 Jahren die Kühe damals mit der Kette auf die Weide gebracht. Und das, ja, mir hat es immer gefallen. Ich war immer dabei, habe noch einen schulischen Weg beschritten. Und der Vater hat immer gesagt, du kannst wohl weitergehen, was studieren, aber komm bitte nach Hause und schau, dass du den Betrieb weiterführst. Der Hof ist seit 1635 der Ibonik, der Fulgonomen. Es ist ein slowenischer Fulgonomen, Ibonik. Und wir sind, was ich jetzt weiß, so ein bisschen hin und her, sind 4, 5 Generationen, was ich noch kenne von früher, was da waren. Und seit damals ist der Hof schon da hier an der Drau gelegen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wir haben da die Rinder, Mutterkuhherde mit Mast, dann ist Schweinemast, Legehennen. Am Feld bauen wir alles selber an, außer die Mineralstoffe und Salz, das müssen wir dazu kaufen, ein bisschen Stroh und den Rest produzieren wir alles am eigenen Betrieb, was wir für unsere Herde und für die Tiere brauchen. Die Schweine lieben Kleie genauso wie die Kühe. Aber die Schweine sind jetzt so, die sind relativ robust, sehr beweglich, wie man sieht. Das ist ganz anders wie früher. Die Schweine, die nur im Stall waren, die haben jeden Tag freien Ausgang, Sommer wie Winter, kriegen das eigene Futter, sind sehr vital, fast keine Ausfälle. Wirklich, die fühlen sich, wie man sieht, da sauwohl.
Ja, ich habe vor ungefähr 15 oder 17 Jahren bin ich durch einmal beim Feld vorbeigefahren, da haben sie Kartoffeln angebaut. Und da habe ich gesehen, wie es im Sommer geschnieben hat vor lauter Kunstdünger. Und da habe ich gesagt, das brauche ich nicht essen. Und das war der erste Entschluss damals, dass ich wieder umstellen werde auf biologische Landwirtschaft. Und dann habe ich mir gedacht, wenn man selber die Nahrungsmittel produziert, dann sollte man auch das so, möglichst, so gut machen, dass du wirklich gesund lebst und die ganze Familie, deine Verwandten und auch die Kunden, die was noch am Hof kommen und das kaufen. Ja, es ist so, dass wir mit der Frau haben wir drei gemeinsame Kinder, 30, 20 und 10 Jahre alt, sind alle brav, helfen mit. Und Herz, was willst du mehr? Da werden wir sehen, was sie für Partner kriegen werden. Und dann wird es ja wohl am Betrieb auch hoffentlich weitergehen. Und ja, lass sie einfach traben, genau. Reit oben. Schau, wie super das geht. Super, Lina. Fersen tief. Einer den Fuß. Ja, super. Genau, reit ein bisschen weiter oben. Wir haben insgesamt 7 Pferde, davon 6 Noriker und ein Haflinger. Wir tun mit 2 Pferde züchten, haben eigentlich jedes Jahr 2 Fohlen. Das ist die Mirabella und das ist die kleine Mathilda. Und ich bin eigentlich für die Pferde am Hof selber verantwortlich. Und meine kleine Schwester, die Lina, hilft mir. Ich reite gern, weil mir sehr viel Spaß macht. Und weil Pferde halt meine Lieblingstiere sind, weil sie sehr schön ausschauen und es ganz schön viele Rassen gibt von ihnen. Und es haben alle einen eigenen Charakter. Es ist nicht so, dass alle so gezüchtet werden, dass alle gleich sind. Freunde und Familie warten schon auf den Franz, um nach einem langen Tag endlich gemeinsam Feierabend zu machen. Hallo, Robert Scheer. Fein, dass du super schlägst. Begrüße, schön, dass du kommen seid. Bitte schön, esset und trinket. Es ist alles von unserem Bauernhof. Bitte schön, tut's gleich essen. Weiter südlich im Tal trifft sich die Volkstanz- und Schublattlergruppe St. Jakob. Am liebsten probieren sie ihre Tänze und Schublattler in der freien Natur. Uns gibt es seit 75 Jahren inzwischen. Von den Gründungsmitgliedern ist leider niemand mehr dabei. Ich selber bin seit 3 Jahren Obfrau von der Volkstanzgruppe. Und das jüngste Mitglied ist unsere Musikerin, die Sarah. Das Tanzen, das taugt mir extrem. Dann die Gemeinschaft, dass man zusammen Zeit verbringt, dass man Ausflüge unternimmt, Veranstaltungen plant. Die Herausforderungen sind eigentlich vielseitig. Andererseits, dass alle zu den Proben kommen, das ist schon einmal die erste Herausforderung, dass die Motivation einfach erhalten bleibt. Jeder hat andere Hobbys und andere Ziele im Leben. Junge Leute gehen in die Stadt studieren. Also es fällt uns vor allem an jungen Mitgliedern an. Und das ist das, ja, schade. Traditionell geht es auch in Ferlach zu. Der Ort ist seit Generationen berühmt für seine Büchsenmacher. Wir sind drei Schulfreunde, die sich selbstständig gemacht haben. Aus einem Traum heraus haben wir sich gedacht, wir probieren es in Ferlach auch, eine Manufaktur zu gründen. Sind gut angekommen in der Welt bei den Kundschaften und haben einen Platz gefunden in der Riege der Luxusjagdwaffen. Mit 21 Jahren war der Muttenthaler Florian einer der jüngsten Büchsenmacher in Österreich.
Robert gerade die Büchse fertig gemacht, wo der Kunde jetzt doch schon, muss ich schon sagen, über ein Jahr wartet. Die ist jetzt da gerade beim Fertigwerden zum Schäften. Das macht mein Geschäftspartner, der Christian. Man gibt schon einiges an Geld aus. Und das ist so wie bei einer schönen Uhr oder bei einem schönen Auto. Das soll dann schon angepasst werden und an den Kunden individuell verfeinert sein. Gell? Dieser Kunde wartet jetzt schon über ein Jahr, was bei uns eigentlich normal ist. Also was Kompliziertes, was Aufwendiges, das sind wir bei 2 Jahren Lieferzeit. 2,5 Jahre. Das ist keine Seltenheit, sagen wir so. Gemeinsam mit dem Hausmann Christian macht der Florian nun seine eigenen Büchsen. Man sagt immer so schön, der Lauf schießt, der Schaft trifft. Der Schaft gewährleistet, dass ihr die Möglichkeit habt, den Rückstoß der Waffe aufzunehmen und abzuleiten. Büchsmacher zu werden war immer mein großer Traum. Und die beste Büchsenmacherschule, die es weltweit gibt, ist die Schule in Ferlach. Holz ist ein lebender Werkstoff. Da kann es passieren, dass wir Fehler haben, dass das Holz arbeitet. Holz ist einfach unberechenbar. Und da ist die große Herausforderung, die Anbindung von Metall ans Holz so harmonisch wie möglich zu gestalten. Und das ist, würde ich jetzt mal behaupten, die große Kunst des Schäftens. Das Wichtigste ist bei der Herstellung von diesen feinen Kunstwerken ein hohes Maß an Qualität, an Präzision, an Maßhaltigkeit, die Toleranzen so eng wie möglich zu halten. Wenn man so denkt, Ferlach hat ja schon eine lange Tradition. Maria Therese hat damals die Fachkräfte von ganz Europa zusammengezogen und ist zufällig auf den Ort Ferlach gekommen, weil hier Eisen vorkommen war. Gell? Und für die K&K-Monarchie wurden damals schon Handfeuerwaffen, Speere, Schwerter in Ferlach produziert. Und wie noch der ganze Zauber vorbei war mit der K&K-Monarchie, wurde leider auch Ferlach hergenommen für den Ersten und Zweiten Weltkrieg. Aber Gott sei Dank hat es dann nach dem Zweiten Weltkrieg gleich mal den feinen Jagdwaffen umgesattelt, weil das Know-how war da, das Material war da und die Fachkräfte. Gell? Und der Heim-Georg ist auch mit dabei. So, Christian, ich hab gehört, du bist fertig. Ja. So, sauber ist. Passt. Alles drauf. Kannst so anfangen. Super, danke. Ich mache da jetzt die Magazinplatten von einem Kunden. Der hat sich einen Elefanten gewünscht. Und da bin ich jetzt im Prinzip mit der Gravur annähernd fertig. Und da werde ich jetzt mit Licht- und Schattensetzung die Highlights herausgearbeitet, damit der einfach noch einmal einen Touch plastischer und natürlicher herauskommt. Das Herausforderndste ist natürlich einmal ein gewisser Prozentsatz, die Selbstbeherrschung und Geduld. Auf der einen Seite soll es schnell gehen, auf der anderen Seite soll es auch das bestmögliche Ergebnis sein. Der Wettkampf mit sich selbst ist schon auch eine große Komponente in dem Beruf, sage ich mal. Wir fertigen in meinem Kalenderjahr ca. zwischen 6 und 8 Jagdwaffen, je nach Ausführung und Gravur, Art und Bauart der Büchse. Bei dieser Büchse stecken schon ca.
um die 800 Stunden Arbeitszeit drinnen. Und der Kunde wartet auch schon 1,5 Jahre. Jetzt, wo es fertig ist, wird er sich sicher freuen, wenn er sie ausbehändigt kommt. Und ja, ich hatte sie lange genug in den Händen, durfte lange genug spielen und arbeiten dran. Und jetzt ist es Zeit, dass sie einen neuen Besitzer bekommt. Oldtimer-Runde Ferlach im Rosental sieht wilder aus, als sie ist. Bei ihnen knallen maximal die Auspuffrohre ihrer alten Maschinen. Von BMW bis Puch ist alles dabei. Es gibt für mich nichts Schöneres, als nach der Arbeit sich aufs Motorrad zu setzen und durch die Gegend zu fahren und die Gegend zu genießen. Und ich fahre gern dorthin, wo ich noch nie war. Oder was mich interessiert, so, und ich kann mit dem Motorrad stehen bleiben neben der Straße, ist irgendein markanter Standort oder ein Bildstock dort oder ein Kreuz dort, interessiert mich halt. Liebe geht durch den Magen. Erst einmal gut stärken, bevor die große Tour auf den geliebten Motorrädern weitergeht. Wir sind eigentlich alle so Oldtimer-Freaks, was eigentlich da in der Umgebung rum sind, die mit viel Schweiß eigentlich die alten Motorradl zusammengetragen haben und die ganzen Teile zusammengetragen haben, um eigentlich den Fuhrpark, was da draußen steht, eigentlich so herzurichten. Wir sind eigentlich sehr viele Schrauber dabei da, bei den ganzen Leuten. Jeder schaut, dass alles funktioniert, weil es ist halt immer so, wenn mit so einem alten heißen Eisen rumfährst, dass halt immer was sein kann. Ne? Und Gott sei Dank haben wir nur Freunde, die da mitmachen und die technisch auch versiert sind. Es wird ja immer wieder was kaputt, das ist ja nicht so. Meine Lady da hinten ist 69 Jahre, ja? Also 4 Jahre älter als ich. Aber es macht Spaß, damit zu fahren. Unsere Generation fährt eigentlich mit Bikes von 2 Generationen davor. Das ist eigentlich was Schönes, sowas zum Bewegen. Der Älteste war 78 Jahre heute und das älteste Motorrad war 93 Jahre. Und es fährt noch immer alles. Ich habe eigentlich mein Motorrad komplett selber aufgebaut, von Null auf, recht stabil gemacht und eigentlich auch recht PS-stark gemacht, damit das ein bisschen was weiter geht. Die Frauen, ja, es ist halt schon sehr zeitintensiv, überhaupt, wenn du ein neues Projekt anfängst. Oft einmal halbe, dreiviertel der Nächte drinnen in der Werkstatt. Da gibt es schon oft einmal eine Reibereien, aber. Es ist halt so, bei ganzen Zusammenhalt von den ganzen Leuten, wenn du den anrufst oder den anrufst, da wird sofort geholfen und das ist halt alles zusammenhängend. Das zeichnet dann Rosenthal am meisten aus, sage ich. Stehen die Hütten gebaut, so fröhlich im sonnigen Grund, wo klingen so zart und so hold. Der Männerchor von Windisch Bleiberg trifft sich im Bodental beim Gasthaus Bodenbauer Bottner. Alle Mitglieder sind Kärntner Slowenen. Das schlechte Wetter kann ihnen nichts anhaben. Denn als Schirm nehmen sie einfach die 400 Jahre alte Linde. Und mein Heimattal,
mein teures Rosen, Rosental, mein Heimattal, mein teures Rosental. Ein gutes Bier und ein Schweinsbraten. Ja, wir sind da der Männerchor aus Windisch-Bleiberg. Brutal, kann man sagen. Wir sind da hier in einem zweisprachigen Gebiet und deswegen singen wir eben Deutsch und Slowenisch und reden eigentlich hauptsächlich in unserer Sprache im Karawankenfranzösisch oder wie man bei uns sagt, Podomace. Ja, und wir umrahmen so ganz verschiedene Festlichkeiten. Ob das Hochzeiten sind, Taufen, Messen allgemein, auch Begräbnisse. So quasi und von der Wiege bis zum Grab. Genau, ja, Wiege bis zum Grab. Wir ja. Das Gesellschaftsleben haben im Tal. Die Rapabomobiler, woher werden wir denn singen? Die Boi, ne? Duschauer, genau, ja. Der Feinbasser, ja. Wo zwischen Kain und Kärnten die Karawanken stehen, da liegt ein Flecken Erde, so lieblich und so schön, wo dunkle Wälder pannen zur steilen Felsenwand. Dorthin bin ich verbunden mit Sehnsucht, Herz und Hand. Dorthin bin ich verbunden mit Sehnsucht. Neue Hierherin, vor allem die ältere Generation spricht noch dieses Slowenische halt. Und bei der jungen Generation ist es teilweise schon verloren gegangen, aber wir versuchen eben dieses Brauchtum, diese sprachliche Vielfalt auch hochleben zu lassen bzw. weiter zu pflegen. Und das geht vor allem durch Singen sehr gut. Waldhauser Valentin ist hier der Wirt und bekannt für seinen Schweinsbraten. Bei uns ist eigentlich schon seit 1878 das Wirtshaus, wird eigentlich immer als Familienbetrieb geführt. Also das ist jetzt eigentlich schon über 140 Jahre. Ja, das sind alte Rezepte, was immer in der Familie überliefert worden ist, also von der Großmutter und Urgroßmutter. Ja, im Rohr haben wir unsere Hausspezialität, den Schweinsbraten, wo wir einen schönen Schweinsbraten mit Kruste machen, der dann mit Sauerkraut und Knödel serviert wird, also ganz traditionell. Zeit. Am schön. Zweisprachig geht es auch in der alten Dorfschmiede Svetschach zu. Der 83-jährige Sablatnik Otto steht mit seinem Freund, dem Summersgutner Karl, noch immer an der Esse. Naja, das ist also ein schönes altes Handwerk. Und dieses alte Handwerk soll man natürlich ein bisschen erhalten. Und es ist auch für mich persönlich ist es eine Faszination,
da schmieden. Weil das ist noch etwas, du kannst noch frei mit einem Hammer etwas verändern. Und eigentlich das Auge wird geschult, du brauchst nicht viel messen, das geht alles Augenmaß. Und wenn man so Schmiedearbeiten anschaut, das sind wirklich Kunstwerke. Und wenn irgendeine Reparaturarbeit ist, machen wir es natürlich auch. Jetzt muss ich zuerst einmal den Zunder herunter. Und jetzt wird der Peppi da mit dem Federhammer weiter bearbeiten. Ja. Den Zunder hast du herunten. Geschmiert habe ich auch, ja, Gott sei Dank. Ja. Oder gehen wir gleich schlichten? Ha, müsst ihr noch gehen, probieren wir es. Wir schlichten jetzt den Vierkant aus. Das heißt, es ist vorgeschmiedet und jetzt müssen wir das ausschlichten. Das ist die Feinarbeit zum Vierkant. Oh, jetzt wird aber zu kalt, gell? Es ist zu kalt, jetzt müssen wir wärmen. Aber wird das schon passen. Super, es schaut schon gut aus. Ich bin schon zufrieden. Ja. Es ist nicht schlecht, ist nicht schlecht. Ja, es dauert alles ein bisschen. Warte. Aber wenn einmal so dünn ist, jetzt darf man es nicht verbrennen, muss man aufpassen. Ja, passt schon, passt schon, passt schon. Ich werde nur eine kurze Spitze machen. Machst du gleich so. Ich bin ja alter Traditionsmensch, damit man das weitererzählt. Mit der Zeit wird man das ja nicht mehr hören und nicht mehr sehen. Und da kann man das noch lernen und manchmal auf ein Bild anschauen, ja, der war dabei und das ist der Onkel und das ist der Vater und der war dabei. Und wir arbeiten hauptsächlich mit Schulen und mit Kindern. Das ist unsere Aufgabe, der Jugend und den Kindern das nahe zu bringen. Otto schmiedet als Glücksbringer kleine Hufeisen. Mich fasziniert, also was dann rauskommt. Ich bin mehr eigentlich für zartere Stücke als für so grobe. Ich mache dann auch viel Herzen, Kleeblätter, Pilze, Glückspilze und so als Glücksbringer. Ich habe gehört, dass so in Ägypten unten einmal irgendwie einer ein goldenes Hufeisen verloren hat und der, also ein Armer, hat es gefunden und eben da hat er sich wieder was leisten können und das hat ihm Glück gebracht. Mich hat der Kollege, der Moritz Peppi, angesprochen, weil er gewusst hat, dass ich mich sowas auch für sowas zu brauchen bin und eben durch das bin ich zu dem Verein gekommen. Die Rauter Maria hat sich heute zum Klöppeln verabredet. Die beiden Frauen gehören zur Klöppelgruppe des Trachtenvereins St. Jakob. Mit ihren hölzernen Spulen verkreuzen und verknüpfen sie das Garn zur Klöppelspitze, die man früher gern als hübschen Kleidersaum verwendet hat. Und auch wenn es nicht danach aussieht, Klöppeln entspannt. Die Janischitz Claudia ist Schneiderin, aber sie filzt für ihr Leben gern. Danke. Mach das und zeig uns, was du alles machen kannst da. Ja, ich werde ein paar Filzkugeln herrichten. Ja? Ja, ja, und du machst aber ganz was anderes, oder? Ja, ein Läufer. Ein Tischläufer? Ein Tischläufer, ehrlich. Klöppeln ist eine Arbeit ohne Grenzen, ohne Ende. Also haben wir was gemeinsam. Vielseitig, überall einsetzbar. Ja, genau. Ihr wisst wenigstens, was rauskommt und ich nicht immer. Ja, das ist bei uns. Mein Überraschungseffekt ist gewaltig groß. Aber ist auch interessant, oder? Ja, auf jeden Fall. Beruhigt dich das? Ja, extrem. Schon, gell? Also so kleine Sachen beruhigen mich nicht so sehr, die reiben mich eher auf. Sowas wie Kugeln arbeiten oder Schnüre.
Aber wenn es dann wirklich in die großen Füllsachen geht, Jagdmäntel, also das ist so eine Art, ich verfall halt meistens so in einer Art Trance-Zustand oft einmal, wie eine Meditation. Wie lange tust du denn das jetzt schon? Boah, ich kann dir das gar nicht so genau sagen, aber so um die 10 Jahre. Schon, gell? Bis 10 Jahre mache ich das, ja. Und ja, es ist eine totale Leidenschaft draus geworden. Schön. Gell. Drunter, drüber, drunter. Ein Leinenschlag. Würde man einen Halbschlag machen, dann dreht man einmal nach links beide und kreuzt. Und fertig ist der Leinenschlag. Und durch öfters mal solche Kreuzungen und Drehungen ergibt sich dann eben das entsprechende Muster. Ja, ich freue mich einfach dran. Ich war immer schon eine Frau, die mit Textilien und mit Fäden und Nadeln zu tun hat gehabt. Und darum gefällt mir auch diese Arbeit, obwohl ich schon längere Zeit in Pension bin. Ja, hallo, wer kommt denn da? Laurent, servus. Kannst du mir jetzt bitte helfen? Ja. Tragst du mir das bitte in die Werkstatt? Weil es kommt eine Kundschaft. Jetzt muss ich arbeiten gehen. Oh. Mädels, pfiat euch, viel schön war mit euch. Viel Danke. Dich, servus. Kundschaft. Die Koreimann Helga hat einen Filzhut bestellt. Hallo, hey, grüß Helga. Ich komme meinen Hut abholen. War schön. Bring da noch was mit. Wow, danke. Wieso kriege ich ihn schon wieder so gut? Ja. Du verwöhnst mich auch immer so, jetzt muss ich da wieder Maria. Ausbringen. Ja, kennst du dich aus, Maria? Du kommst deinen Hut abholen? Ja, ich komme meinen Hut abholen. Da ist ein Stück, schau mal, ob der gepasst. Ist der schön geworden. Du musst ja aber gleich aufsetzen. Ja, da werden deine Kolleginnen aber schauen im Line Dance. Ah, geil. Wow. Größe sitzt. Ja, super. Passt gut, lauf einmal greifen. Haben wir ein gutes Gefühl? Perfekt. Ja, und wie ist es mit der Silberketten? Hast du dir das so vorgestellt? Ja, das kannst du oben lassen. Kann man das lassen? Passt, ja. War echt cool. Super. Echt cool. Jetzt wirst du dahin schicken. Ich bin so richtig fit. Perfekt. Okay, danke dir. Vierte, servus. Und mit dabei ist auch die Truppe Maria. Vor Jahren hat sie mit der Claudia gemeinsam das Filzen gelernt. Claudia, was hast du heute vor? Ich werde eine Botschaft in 38 machen. Der Kundschaft bestellt und nächste Woche kommt sie abholen. Super. Kannst du dich noch erinnern an das Jahr 2011? Aber das ist die Zeit, wo wir angefangen haben zu filzen. Wo wir dieses Hobby entdeckt haben. Und dann haben wir uns überlegt, wie kommen wir dazu, dass wir das richtig lernen. Und dann hat es da in St. Georgen am Lengsee einen Kurs gegeben, der ausgeschrieben war. Und du warst gleich bereit, wir gehen dorthin. Oh mein Gott, und ich habe gesagt, nie mehr wieder, weil ich fühlzen. Genau. Ich habe schon gleich gewusst, dass du dabei bleiben wirst. Ja, wie man sieht, ja. Was verwendet man denn zum Fühlzen von den Hausschuhen für Wolle? Ja, am liebsten habe ich die Bergschuhe, weil sie einfach eine Stabilität hat und lang haltet und man einen gescheiten Filz formen kann. Und was ich noch weiß von dem Kurs, dass einfach die Schafwolle, die Bergschafwolle, je heller sie ist und je weniger sie gefärbt ist, umso leichter filzt sie. Ja, da hat man sehr oft, kannst du dich erinnern, Überraschungen. Du arbeitest an Hausschuhe, der bestellt ist vielleicht in Größe 38. Dann füllst du ihn, machst ihn fertig, formst ihn über den Leisten, dann schwemmst du ihn und dann kommt der Teufel in 36 raus. In 36, wieder genau. Umsonst. Oi, Arbeit umsonst, aber es ist ja wurscht, es gibt ja Leute, die die Größe 36 haben. Ja, da hat man dann das Glück, die Wolle darf doch halt nicht ausgehen. Genau, ja. Aber es macht mir nach wie vor, macht mir das viel Spaß. Und was, was ich auf am meisten stolz bin, Maria, ja, dass wir das eigentlich alles selber Autodidakt erlernt haben, ja, dass mir so viel Fantasie, Fähigkeiten, Leidenschaft gehabt haben, um mir da so und viele... Und wir uns gegenseitig, wenn einer nicht weiter gewusst hat, hat immer andere gesagt, so geht's weiter. Die Zappe Hanna kommt gerade an, als die Maria gehen will. Kriegst du da Claudia Nachschub? Ja, die neue Wolle ist ja, da. Super. Ja, und du? Ja, ich muss jetzt weiter auf den Kapellenberg. Ach, schön. Weil hallo, Anna. Ich habe die Wolle vom Nosswitz mitgebracht aus Klagenfurt. Bin ich gerade vorbeigefahren. Danke vielmals. Was siehst du? Und ich habe die grüne Wolle gesehen. Machst du mal bitte einen Hausbotsch in Größe 39 für meine Tante aus Deutschland? Ja, ganz gerne. Du warst eh bunt und quirlig und so wie immer. Und dann okay. Passt es. Super, danke. Passt. Ich muss weiter, gell? Tschüss, Papa. Dankeschön. Für dich. Tschüss.
Liebe zur gemeinsamen Sache hat auch die Musiker der Jagdhornbläser Bärenthal zusammengeführt. Heute spielen sie vor dem Kuschuta-Haus. Und dann erst einmal eine Bretteljausen. Das gehört zum Vereinsleben einfach dazu. Schau, wie der flott ist. Jetzt geht's aber. Wir haben den Hubertusmarsch gespielt. Ja, das ist ein ganz bekanntes Jagdstück, was man bei den Jägern immer wieder spielt. Und es wird eigentlich Land auf Land ab überall das gespielt zu jagdlichen Anlässen und auch zu jagdlichen festlichen Anlässen. Das ist ein ganz beliebtes Stück, weil es nicht so viel musikalische Vorbildung braucht, sagen wir so. Ja, wir sind die Jagdhornbläsergruppe Bärenthal. Gegründet haben wir uns mit dem Hintergrund unsere jagdlichen Anlässe, weil wir sehr verankert sind in der Jagd. Weil wenn man jetzt einen Hirsch schießt und nachher zusammenkommt, dann nachher macht das einfach einen Sinn, wenn wir auch Jagdhorn dabei haben und nachher spielen, nicht? Mein Mann war Jäger und mein Sohn ist auch Jäger. Und der Gedanke, der Ursprunggedanke ist in meinem Gasthaus entstanden. Und zuerst waren wir ja nur 6 oder 7 und mittlerweile sind wir schon 18. Ja, die habt ihr euch verdient. Danke schön. Das ist ja ein Foto. Das ist ja fotoreif. Na, schau. Ich bin eigentlich in Bärenthal aufgewachsen. Und da hat es dann noch ein Gasthaus gegeben. Und da war ich 40 Jahre Stowirtin. Die Schönheit, die Lieblichkeit, die Leute. Das Zusammenstehen, das Singen, ganz egal, ob man jetzt, wir singen, im Gasthaus war ja immer so, das war ja kein Heimgehen. Es hat immer gesagt, eine singen wir noch und dann gehen wir heim oder eine trinken wir noch, dann gehen wir schnell heim. Es war aber eh schon 2, 3 in der Früh, aber es war wurscht bei den meinen Männern, auch unter anderem diese Jagdhornbläser, die noch, die Alten, die Älteren da, die waren auch immer dabei, sind auch nicht heimgegangen, aber es war, ich möchte sie nicht wissen, die Zeit. Ein Kärntner hat 3 Stimmen. Ob jetzt mit Singen oder mit Musik, das ist egal. Ich glaube, das ist immer. Das macht eigentlich den Kärntner, speziell den Rosenthal auch aus. Der ist offen und freut sich eigentlich über jeden, der kommt. Und was der Kärntner noch hat, oder zumindest der Rosenthaler, der sagt immer zu jedem Onkel und Tante, ist aber nichts verwandt. Das ist Bussi links und Bussi rechts, Servus Tante oder Onkel, das ist so. Der Schütz Michael muss als Hüttenwirt eigentlich alles können. Heute ist wieder ein Zaun zu reparieren. Das Kuschuta-Haus ist eröffnet worden 1932. Oben am Grat ist die Grenze zwischen Kärnten und Slowenien. Ich bin schon 10 Jahre da herum. Man muss von allen ein bisschen was kennen. Also ein bisschen Elektriker sein, ein bisschen Zaun reparieren, kochen, bedienen, also von allen ein bisschen was. Ja, mir macht es Freude, da oben in der Natur zu sein, nette Gäste am Abend zu haben, mit denen man, dass man da eine Hüttengaudi machen kann. Ich bewirte die Gäste und mache Gaudi mit ihnen und meine Frau kocht. Und unsere kleine Tochter hilft uns schon mit und meine Mama. Mahlzeit. 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 Die kleine Kapelle am Hang südlich von Maria Elend nennt man auch
unsere liebe Frau am Berge. Die Maria aus der Schneiderei ist mittlerweile mit ihrer Freundin, der Peintner Melita, auf dem Kapellenberg angekommen. Die beiden wollen den Ort mit Blumen schmücken. So, Melita, jetzt haben wir bald das letzte Wegkreuz erreicht, vor der Bergkapelle. Und das wollen wir jetzt auch mit Blumen schmücken. Und zwar tut man da immer solche Blumen rein, die länger halten, beziehungsweise grüne Zweige. Das ist in dem Fall heute Kirschlorbeer. Und das andere weiß ich nicht, wie das heißt. Das frischt das Ganze ein bisschen auf. Und die Margariten, wo hast du denn die her? Die Margariten sind aus meinem Garten. Ui, die sind schön. Aber die kalten wir auf für die Kirche. Das tun wir da hinten rein. Der Kolmitzer Heinz ist der Bruder von der Maria. Auch er ist regelmäßig hier oben. Denn er hat viel für die Renovierung der Kapelle getan. Ich musste eigentlich zu Hause immer Hand anlegen, bei allen Projekten. Ja. Und irgendwie hat mir die Aufforderung des verstorbenen Pfarrers ermutigt, hat er gesagt, macht's was. Und dieses Machen, er hat mir gesagt, schaut's auf die Kirchen. Und ich habe gesagt, ich habe schon verstanden, was Schauen ist. Schauen ist Machen, Hand anlegen und was tun. Und wenn man heute die Werke anschaut, sie erfreuen sich großer Beliebtheit. Es kommen noch hunderte Wallfahrer, Pilger herauf. Das Gebäude selbst war ursprünglich ein Pilgerhaus, ein Elendshaus, wie man so schön sagt. Die Pilger sind hierher gewandert von Slowenien und haben hier Unterkunft genommen. Es gibt auch eine kleine Quelle am Berg. Ihr Augenwasser soll heilende Wirkung haben, sagen die Leute hier. Man hat es verwendet für die Augenleiden, weil es eine kühlende Funktion gehabt hat. Es ist auch ausgezeichnet als Trinkwasser geeignet. Und wird sehr gerne von den Pilgern mitgenommen. Gehört auch dazu, das. Und jetzt gehen wir heim, oder? Jetzt gehen wir heim. Ein langer Tag geht in Südkärnten zu Ende. Und auch die Oldtimer-Runde fährt gemütlich nach Hause. Es ist auch der Menschenschlag ein recht kamottag, gemütlicher. Und es ist auch diese, ich sage immer, diese Zweisprachigkeit, die wir da haben. Früher einmal in meiner Jugend war es so, dass das eher angefeindet worden ist. Ich bin heute froh, dass wir so eine Zweisprachigkeit da haben. Ich selber kann es zwar nicht, ich kann ein bisschen schimpfen, ein bisschen bestellen. Ich kann ein Bier bestellen auf Slowenisch, ja, und ich kann ein bisschen schweinigeln, aber mehr auch nicht. Aber ich sage, es ist wirklich schön. Und es ist ein schönes Miteinander auskommen und das gefällt mir ganz einfach. Also. Da gibt es eine kurze Episode. Ich war ein Kind und dann habe ich so Sätze fertig schreiben müssen. Und da war unter anderem der Satz, zu Hause ist es. Und ich habe dazu geschrieben, am schönsten. Und das stimmt, zu Hause ist es am schönsten. Ich bin in Unterfällen aufgewachsen und mein ganzes Leben eigentlich da geblieben. Ich sage, ich bin ein Rosenthaler und bleibe ein Rosenthaler. Und das Rosenthal-Lied hat eine Passage drin, wo es heißt, wenn ich einmal sterben sollte, da bei Eng, bei euch, kommt es mir ein. So heißt das, ja. So ist das Gefühl von Freiheit am schönsten. Der Sonne entgegen und gemächlich wie die Drau durch das Rosental.